Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück. Wir sind ja wieder bei Plants vs. Zombies 2. Und ich habe euch in der letzten Folge, falsch, das war's nicht, in der letzten Folge gesagt, dass wir diese Folge, dieses Düsterranken-Event machen. Genau, das machen wir. 35 Tage haben wir Zeit, das sollten wir ja wohl schaffen. Spiele mit Düsterranke und gewinne 50 Samenpäckchen für wiederum die Düsterranke. Ja, was will man mehr? Machen wir doch, oder? Machen wir. Schauen wir mal. Hallo. Pflanze Düsterranke, um Schattenpflanzen Energie zu spenden und in 8 Richtungen Schaden zu verursachen. Ach, das ist so eine trübe Pflanze. So eine habe ich eh nicht. Oh ja, nice. Oh ja, die muss ich mir. Also, die brauche ich. Die brauche ich sowas von. Wisst ihr, warum ich die brauche? Weil es mich so ärgert, wenn ich gucke, wie man momentan in Battles gut Punkte machen kann. Und ich dann sehe so, boah, die haben da zum Beispiel die Sonnenblumenpflanze drüber Pflanze. Und ich denke mir so, aber ich habe die Sonnenblumen drüber Pflanze leider nicht. Aber ich will die haben, aber ich habe sie nicht. Und ja, das finde ich doof. Die hätte ich aber gerne. Und deswegen brauche ich die. Ich weiß zwar nicht so 100% was genau. Sie macht den... Sie gibt den Power. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die selber auch noch was macht oder ob die denen nur diese Power gibt, die man sonst nur hat, wenn die Sonnenblume mit dabei ist. Ich glaube, das ist einfach nur das, was die macht, wenn die Sonnenblume mit dabei ist. Glaube ich. Weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, ja, das ist ihr Effekt. Okay. Ja, nice. Ja, die ist dann schon ziemlich cool. Weil gerade in den Leveln, wo man jede Menge Sonnen kriegt und also gar keine Sonnenblumen braucht, kann man so trotzdem diese Pflanzen benutzen. Das ist schon praktisch. So, kriegst du das auch noch drauf? Ja. Ansonsten ist das Level gerade... Passiert jetzt nicht so viel. Und wieder eingesaugt. Lauter Zombies einsaugen. Ah, guck mal. Aber sobald ein Zombie in der Nähe ist, macht sie Schaden. Sie hat also eine geringe Reichweite. Also ein bisschen Schaden machen kann sie auch. Okay. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Das klingt doch nach einer coolen, guten Pflanze, die ich gerne hätte. Spiel, gib mir diese Pflanze, please. Also, sofort. Bitte. Ich hab bitte gesagt. Ich hab bitte gesagt. Bitte, gib. Ich kann schon ziemlich betteln. Glaubt mir, ich kann das. Oh ja. Oh ja, ich kann das. Ich mach's nur nicht. Also selten. Oh, Düngereffekt. Ja. Also ich bettel wirklich extrem selten, wenn das ich etwas möchte. Also wirklich mega selten. In der Regel mache ich das gar nicht. Weil ich einfach sage, naja, es wird schon seinen Grund haben. Wenn Nein gesagt wird, dann heißt es halt nun mal Nein. Boah, geht da mal weg da. Habt ihr jetzt mal absichtlich nicht da drauf gesetzt, weil ich mir denke, vielleicht kommt ja noch... Kommen ja noch Schattenpflanzen, aber scheinbar kommen keine Schattenpflanzen. Hm? Doch, natürlich kommen Schattenpflanzen. Ja. Das bringt mir ja nur was, wenn ich die auf Schattenpflanzen drauf pflanze. Dann ist ja auch das Düngerfeld total verschenkt gewesen jetzt, ne? Na egal, ist ja wurscht. Ist ja egal. Haut ja trotzdem hin. Oder? So, machen wir hier mal. So. Oh, Dünger ohne Ende. Hilfe. Komm, wir packen die trotzdem dahin. Aber ich glaube, dass es nichts bringt, dass wir die da hinpacken. Ich glaube, das bringt wirklich nur bei den Schattenpflanzen was. Wir müssen da mal kurz ein bisschen eskalieren. Da ist ja bisher viel los. Hilfe! Hier, einmal durch, bitte. Danke. Und gleich nochmal, bitte. Danke. Ja. Und nochmal. Das waren jetzt ein paar viele Gegner auf einmal. Da hätten wir es ja fast mit der Angst zu tun bekommen hier. Hilfe.
Hilfe, Hilfe! Zu Hilfe, Jungfrau in Nöten! Dankeschön, eine Ausschaltpflanze. Yes! Der IMP-Pfirsich, der IMP-Pfirsich. Ist auch eine coole Pflanze irgendwie, der IMP-Pfirsich. Total useless in allen anderen Level. Also in so gut wie jedem Level eigentlich. Aber wenn man ihn braucht, ist man froh, dass man ihn hat. Und nochmal einmal, weil es so schön war. Oh, doch. Haha. Miau. Oh Mann. Ja, gut. Jetzt passt mal auf. Jetzt gehen wir aber, bevor wir weiterspielen, kurz in die Enzyklopädie. Enzyklopädie. Jeppa. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Das ist eine der neuesten. Kann fast gar nicht sein. Wirklich? Gibt es sie noch gar nicht so lange? Wieso kommt mir die dann so bekannt vor? Düsterranken spenden Einzelnen, Schattenpflanzen, Energie und verschießen in acht Richtungen. Entschuldigung. Düsternis, die Zombies schadet. Besonderheit, verleiht Schattenpflanzen im Inneren Energie. Düsterranke, düsteres Äußeres, sollte nicht als Indiz für ein düsteres Inneres gesehen werden. Im Inneren ist sie zwar düster, aber das kann ganz kompliziert. Das hat ganz komplizierte persönliche Gründe. Ich bin eine Düsterranke. Das ist es. Okay. Also kann man sagen, grundsätzlich, man kann sie auf normale Pflanzen pflanzen. Bringt mir nicht wirklich was, außer ein Minischutz. Weil vermutlich wird die Düsterranke als erstes gefressen, bevor die Pflanze im Inneren gefressen wird. Gehe ich mal stark davon aus. Hat man aber... Oh, guck mal, da sind Sonnenblumen dabei. Hat man aber diese Schattenpflanzen, ja, dann ist es natürlich mega. Was nehmen wir noch mit? Ah, darf ich eh nicht. Ach, schade. Aber ich hätte eh keine Münze gehabt, die mir was gebracht hätte. Da, 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 da. Ja, kann man mitnehmen. Ich wollte noch das da mitnehmen. Was nehmen wir denn noch mit? Wieso ist denn die nicht... Ach, die darf ich... Ach, die darf ich nicht mitnehmen. Oh, Mimimi. Gottes Willen. Okay. Können also zum Beispiel die Sonnenblume. Ach, die sind ja schon. Ich bin ein Dödel. Ach, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich bin ein Dödel. Pflanzt die jetzt einfach ein bisschen wirr. Aber das ist sicherlich auch kein Problem, oder? Oder ist das ein Problem? Ein bisschen Schaden wird nicht schaden. Wird nicht schaden, ein bisschen schaden. So, das heißt, wir pflanzen jetzt erstmal die hin. Tschüss! Und die da. Ach, da ist schon wieder so einer. Oh Mann. Oh Mann. Nimm das da. Und stirb, danke. Boah, geh mir auf die Nerven. Haben sie wieder so einen ausgegraben, ey. Kann ich mal ein bisschen Sonnen haben? Ah, da wird der Radius dann erweitert, so quasi. Okay, dann müssen wir das auch. Der Radius wird erweitert. Wir hätten vielleicht die Sonnenblume noch mitnehmen können, ha? Damit wir ein bisschen mehr Sonnen haben. Ja, vielleicht vom Vorteil gewesen. Habe ja überhaupt keine Sonne mitgenommen. Na egal, komm. Wir sprengen sie einfach alle. Eben, guck, wie schön das funktioniert. Einfach alle sprengen. Kein Problem. Ja, wir hätten Sonnenblumen gebraucht. Definitiv. Definitiv. Es war wieder mal nicht so intelligent von mir. Oh, oh. Oh ja, oh ja. Kabum. Dösch. So, hier saugen wir noch ein paar weg. So. Das macht man. Ah, jetzt, na doch, doch, doch. Jetzt ist sie beschützt. Und so. Das
Zimmer müssen wir schon machen. Okay. Ja, doch. Mit der Pflanze kann man viel Spaß haben. Definitiv. Oh, das überlebt die Explosion. Gemein. So, machen wir einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und in der Theorie haben wir jetzt gewonnen. Ja, das Level habe ich vielleicht nicht so sonderlich klug gespielt, aber mit der Intelligenz habe ich es heute nicht. Die habe ich irgendwie, genau, vergessen oder so. Oder ich weiß es nicht. Also Intelligenz könnte heute nicht erwarten. Diese Eron 404. Not found. Wir hätten Sonne mitnehmen. Ja, Sonne. Uns hat die Sonne gefehlt. Wir brauchen Sonne, Sonne, Sonne. Brauchen Sonne, Sonne, Sonne. Brauchen Sonne. Was, ach, du bist wieder diese komische da. Kriegst du auch was drauf. Guck mal, damit du besser geschützt bist. Die war Nahkampf, meine ich, ne? Die habe ich ja selber auch nicht. Deswegen weiß ich es bei der jetzt halt leider auch gerade nicht 100%. Oh, die vergiftet. Ist ja cool. Die ist voll aggressiv. Die ist richtig aggressiv. Die ist so. Hast du was? Willst du was? Traust du dich? Komm nur her, wenn du dich traust. Komm nur her, ich stech dich auf. Mit meinen spitzen Fingern. Meinen gemachten Fingernägeln, die gemacht sind, obwohl momentan alle Läden zu haben. Mit denen pinsch ich dich auf. Ich bin eine Karen. Haha. Oh Gott, hoffentlich fühlt sich jetzt niemand mit gemachten Fingernägeln angegriffen. Das ist gar keine Minze. Ich dachte, es wäre eine Minze. Die sieht halt so aus. Oh mein Gott, die ist cool. Oh, die muss verschnaufen. Oh, die Arme. Oh, die ist ja voll cool. Die ist ja richtig Hammer. Warte, warte, warte. Ich will sehen, was sie macht, wenn man Dünger draufpackt. Boah, die eskaliert ja voll. Oh Gott, ist die süß. Mann, bist du süß, wenn du dich ärgerst. Machen wir nochmal. Oh, leck. Mio, ist die cool. Oh, die ist cool. Die ist cool, die gefällt mir. Oh, die ist so putzig und süß. Ich würde die gerne streicheln. Oh, das ist doch eine Artischocke, oder? Bestimmt ist das eine Artischocke. Du schaffst das. Du schaffst das. Erhol dich. Genau, siehst du? Du hast es geschafft. Du hast dich erholt. Uhai. Der junge Mann schon aufgewacht. Da muss ich kurz mal schneiden. Ich bin ja gleich wieder da. Jo. Jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen aus der Puste. Aber weiter geht's. Weiter geht's. Das ist ja das Schöne, wenn man da einfach nur mal kurz einen kleinen Schnitt macht. Für euch ist es einfach nur so, hä, was hat die jetzt gehabt? Und für mich ist es so, ah, jetzt kann ich weiter aufnehmen. Ja, ja. Da ist der kleine Mann kurz aufgewacht. Hätte mich gewundert, wenn er jetzt schon wach gewesen wäre, weil er noch nicht lange schläft. Bisschen Mittagsschlaf braucht er ja schon. Ey, er wird nicht verwandelt. Hören Sie auf damit hier. Sag mal. Ich weiß gerade nicht mehr so sicher, was die gemacht hat. Ja, die zieht einfach welche runter. Stimmt. Macht die das immer wieder? Nee, das ist eine Minze. War das wie eine Minze? War das so quasi die erste Minze? Ich weiß es nicht. Schade, dass er von denen nur zwei bekommt. Aber um die Pflanze geht es ja auch nicht. Aber trotzdem. Sag mal, eskaliert halt. Ja. Ja, doch, ne? Das ist eine Minze. Ah, Minze, Minze. Könnten Sie bitte aufhören, hier meine Pflanzen kaputt zu machen? Hören Sie bitte auf damit. Das ist nicht nett. Das ist ganz schön frech sogar. Okay. 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 Der hört nicht auf. Der hört einfach nicht auf. Was ist so gewollt? Wir werden dich punishen. Stirb doch endlich. Bitte. Wow, der hat einfach beide kaputt gehauen. No. No.
no, aber meine Leiche! Ha. So, weg damit. Okay, okay. Ja, die hätte ich gerne. Kann ich die haben, bitte? Tschüss, danke. Kann ich die haben? Bitte, bitte? Bitte, bitte, bitte. Eine von vier Pflanzen, die ich noch brauche. Ich muss ja wirklich schauen, dass ich mir Stück für Stück die Pflanzen, die man sicher spielen kann, erspielen. Das heißt, ich muss dann auch endlich mal die Pennyjagd öfter machen. Pflanzen beschützen. Yay. Bin ich ja so gut drin. Ah ja. Headbanging time. Tölö. Aber das ist doch... Die Melodie ist halt... Die ist halt schon episch. Du kriegst auch sowas? Hm? No. Pflanzen gehört halt total wirr, aber ist ja wurscht, oder? Ist ja egal, oder? Einfach pflanzen. Irgendwie. Wird schon klappen. Oh, was soll das denn? Hey! Ist aber nicht nett. Okay, dann müssen wir also hier jetzt zwei Rasenmäher opfern. Toll. Weil die sich so gedacht haben, so, da könnten wir jetzt mal durch. Ich hätte vielleicht eventuell weiter hinten noch was pflanzen sollen. Ich glaube, dieses Level müssen wir nochmal spielen. Ich habe keinen Überblick mehr. Ey, 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 das ist ja so mit Überblick. Ich hätte die da von Haus aus hinten pflanzen müssen. Hier. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Oh Gott. Das Gute ist ja, dass das Drachenmäulchen so stark ist. Dass ich gar... Ich habe halt... Also, es ist doch Chaos. Das ist Chaos! Da kennt sich doch keiner mehr aus! Chaos! Ist ja wie in Sodom und Gomorra! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, er ist tot! Gott sei Dank. Oh gut, er ist tot! Der wäre meiner Pflanze dann doch ein bisschen gefährlich geworden hier. Genau, das sind nämlich genau die drei, die eigentlich da hinten sein müssten. Einfach wild pflanzen. Das klappt schon. Also Regel Nummer 1, wenn du in einem... Ja, Level 10, hallo. Wenn du in einem, in einem Laufband-Level Schwierigkeiten hast, einfach wild pflanzen. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Ganz wild pflanzen. Es hat funktioniert. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Yay. So. Was gäbe denn im Moment bei der Pennyjagd zu gewinnen? Mal davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich eh wieder nicht fahren werde. Wie ich mich kenne. Die Wichtbirne. Ja, da versäume ich ja nichts. Die will ich ja gar nicht haben. Die will ich ja eigentlich gar nicht. Ich meine, theoretisch schon, weil vollständigkeitshalber und so. 2000 Sonnen und weniger ausgeben. Oh. Aktualisierungszeit, Punktzahl. 100 zusätzliche Sonnen, davon treiben. Sonnenbogen, wir nehmen das da. Das ist einfach schon immer das Beste. Wird auch immer das Beste sein. Welche Pflanzen nehmen wir denn heute? Denn heute muss es billig sein. Wir könnten die hier nehmen, weil die Düngereffekt hat. Das ist mir doch wurscht. Ist mir doch egal. Und dann, kostenlose Pflanzen dürfen wir nicht nehmen, weil? Ist natürlich immer sehr nett, wenn man keine kostenlose Pflanzen mitnehmen darf. Wieso sollte man das auch wollen? Kostenlose Pflanzen? Hoppala. Hallo, das wäre ja ein Unding. Wer will schon kostenlose Pflanzen mitnehmen? Oh, 2000 Sonnen dürfen wir ausgeben, nicht mehr. Das kriege ich hin. Ja, das ist tough. Es ist viel weniger, als man denkt, dass es ist. So. Gib mir mal ein paar Sonnen hier. Werde ich ja dämlich. Oh. Ja, mach das tot. Mach das. Sag mal. Was habe ich dich überhaupt eingestellt?
Für was? Sag's mir, für was? Unglaublich. 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 Da weißt du echt nichts mehr. Da fehlen dir die Worte. Könntet ihr mal bitte Sonnen drüber wachsen lassen? Nein? Okay. Sind aber auch echt gerade ein bisschen faul, meine Pflanzen. No! Ey. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt, wie faul meine Pflanzen gerade sind. Hier müssen mal erstmal ein paar wegfliegen. Ich sehe das schon. So. Bitte mal da killen, bitte. Oh nein. Hallo? Also auf einer Skala von 1 bis faul, ne? No, sterbe. Okay. Okay. Ja. Bei den Level bewahrheitet sich halt leider wieder das, dass man ab einer gewissen Stufe einfach nur noch Pflanzen nehmen darf, die für das Level 100% geeignet sind. Weil bei manchen Level ist es wurscht, da kannst du nehmen, was du willst. Aber hier darf ich das halt einfach nicht mehr. Okay, also das nächste Mal spielen wir es wieder ernsthaft, Entschuldigung. Oh Mann, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt Tschüss! Bis zum nächsten Mal!